Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier in diesem wunderschönen Rahmen, spätsommerlichen Rahmen der Liebermann-Villa am Wannsee mit Blick direkt raus auf den Wannsee. Das sage ich natürlich nicht für Sie, die hier im Raum sind, Sie sehen selber, sondern für diejenigen, die uns im Livestream verfolgen, dass sie ein bisschen neidisch werden, zumindest für den Rahmen, den wir hier haben. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste zu unserer heutigen Veranstaltung heute Abend. Sie ist für uns die sechste Veranstaltung in einer jetzt bisher auf 2 Jahre angelegten Reihe, die sich mit Nachfahren jüdischer Sammlerinnen und Sammlern auseinandersetzt, in der Regel hervorgegangen aus Projekten, die wir vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste aus fördern. Und letztes Jahr 3 Veranstaltungen, damals der Beitrag zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Auch dieses Jahr wieder im Sommer 3 Veranstaltungen. Heute die letzte in dieser Reihe, zu der ich Sie begrüßen kann. Ich werde jetzt inhaltlich nichts weiter dazu sagen. Es geht um Hugo Helbing, um diesen großen Kunsthändler und Sammler. Dazu wird Herr Nathan natürlich gleich viel, viel mehr sagen. Nur noch von meiner Seite ganz kurz organisatorische Vorbemerkungen. Die Veranstaltung wird also aufgezeichnet und gestreamt. Es ist im Anschluss, sofern wir halbwegs im Zeitrahmen bleiben, noch die Möglichkeit, bei Bedarf Fragen zu stellen. Ich muss Sie im Publikum aber darauf hinweisen, dass Sie dann unter Umständen eben auch aufgenommen werden. Also wenn Sie das bitte mit vorsehen würden. Und im Anschluss, wie gesagt, falls Fragen sind, dürfen Sie die stellen gerne. Und ansonsten danach noch, und das ist jetzt wieder nur für die Gäste hier im Raum, gibt es die Möglichkeit, noch ein Glas Wein zu trinken, hier drüben im Café, also wenn Sie nicht sofort wieder los wollen. So, und jetzt übergebe ich an Herrn Nato und Frau Ross. Ich komme hinter Ihrem Rücken vor. Dankeschön, ich habe ein Mikrofon. Ja, also, wir haben schon gehört, es geht um Hugo Helbing und wir haben einen direkten Nachfahren, aber erstmal will ich doch Johannes Nathan vorstellen. Er ist Kunsthistoriker und Kunsthändler in Potsdam und Zürich und Vorsitzender der Max-Liebermann-Gesellschaft Berlin. Und wir tagen ja auch in diesem wunderbaren Haus von Max Liebermann. Aber erstmal, Herr Nathan, zu Ihnen ein bisschen zur Ausbildung. Sie haben studiert wo? Ja, vielen Dank für den Auftakt. Ich habe studiert in New York und dann in London Kunstgeschichte. Und zwar zunächst einmal mit einer Ausrichtung, die sich überhaupt nicht auf dieses Thema fokussierte, sondern auf Renaissance-Kunst. Ich habe dann auch 5 Jahre an der Universität unterrichtet in Bern und bin dann erst später in den Kunsthandel meines Vaters eingetreten, der wiederum die Galerie von seinem Vater übernommen hatte. Da gibt es auch einen Verfolgungshintergrund. Die Galerie meines Großvaters ist 1913, kann man eigentlich schon sagen, ursprünglich in München gegründet worden durch den Halbbruder meines Großvaters. 1922 ist mein Großvater hinzugekommen. Und das wurde dann recht schnell eine gut gehende, florierende Galerie, aber natürlich dann auch bald sehr eingeschränkt durch das Aufkommen der NS-Ideologie, sodass mein Großvater 1936 in die Schweiz emigriert ist mit seiner Familie. Und ich bin dann 2001 in diese Firma eingetreten und ich muss sagen, erst damit hat sich für mich auch nochmal angefangen, der Blick auf Provenienzforschung und auch auf Kunstmarktforschung zu weiten. Gut, werden wir alles noch besprechen. Sie sind ein Nachkomme von Hugo Helbing. Also Hugo Helbing war Ihr Urgroßonkel. Und Helbing, geboren 1863 und zu Tode gekommen 1938, wenn ich Ihnen
dieses Datum sage, dann ahnen Sie, was da alles los war. Also er war bis 1935 einer der ganz führenden Kunsthändler und vor allen Dingen auch Versteigerer in Europa und hatte eine bedeutende Kunstsammlung angelegt. Er hatte sein Hauptgeschäft in München, hatte dann aber auch eins in Frankfurt und natürlich in Berlin, aber erstmal war München die Hauptstadt. Und er arbeitete zum Beispiel mit Paul Cassirer dann zusammen. Und seine Auktionen galten in München als die gesellschaftlichen Ereignisse. Und er wurde dann auch für seine Verdienste um die Bayerische Staatsgemäldesammlung hoch dekoriert. Das war dann nach 1933 dann aber alles gar nichts mehr wert. Also, erst einmal zu Helbing. Was wissen wir über Helbing, über seine Person? Vielleicht können wir das zweite hier jetzt sehen, dann haben wir gleich das nächste. Das ist das Haus? Ja, das kommt aber gleich nochmal genauer. Jetzt sehen wir mal ein Porträtfoto von Hugo Helbing. Ja, er war schon selbst geboren in einer Familie von Kunsthändlern. Entschuldigung, darf ich mal sagen, seien Sie doch so nett, kommen Sie doch hierher. Dann können Sie uns doch viel besser zuhören und wir haben hier freie Plätze. Und dann sieht das hier auch nicht so leer aus. Und dann können Sie auch besser, kommen Sie auch hierher. Schön, dass Sie uns näher sind. Sein Vater war selbst schon Kunsthändler gewesen. Es gab auch mehrere Familienmitglieder, die wichtige Kunsthandlungen betrieben haben, unter anderem einen angesehenen Münzhändler. Diese Münzhandlung existiert übrigens heute noch. Die hieß dann in der Nachfolge Hirsch, aber sie hieß ursprünglich Helbing. Und Helbing selbst war der jüngste Sohn in dieser Familie und hat sich ab den 1880er Jahren erstmal mit dem Grafikhandel angefangen zu befassen. Das war auch für eine ganz typische Ausgangsposition. Grafik und Buchhandel für ein Sprungbrett sozusagen für Kunsthändler. Er fing ab Mitte der 1880er Jahre an, in diesem Bereich auch Versteigerungen durchzuführen und war darin recht erfolgreich und hat diese Versteigerungen dann ausgeweitet in den späteren 1880er Jahren, frühen 1890er Jahren, auch auf Kunstgewerbe, Möbel und so weiter und kam dann immer weiter auch auf werthaltigere Objekte, Gemälde und Skulpturen und hat sich da relativ schnell einen Namen gemacht. Er hat ja insgesamt zwischen 700 und 800 Auktionen gemacht, also das ist ja eine gewaltige Zahl. Können Sie was sagen über die Höhepunkte dieser Auktion? Vielleicht kommen wir noch zu denen, beziehungsweise da könnten wir jetzt vielleicht mal das nächste Dia anschauen. 1902 war schon die 100. Auktion, also da hatte er schon eine große Erfahrung und er ist 1902 dann auch in neue Räumlichkeiten eingezogen. Vielleicht können wir dazu kurz auch das nächste Dia anschauen. Da hat er sich ein Gebäude bzw. eigentlich eine Flucht von Gebäuden kaufen können. Im Hof dieser Gebäude hat er einen sehr schönen, der damals auch sehr gelobt wurde, einen Lichtsaal mit Oberlicht einrichten können. Dazu können wir vielleicht gleich auch nochmal das nächste Dia anschauen. Da sehen Sie als Beispiel eine dieser Ausstellungen, wie sie dort zu sehen waren. Das war eine Auktionsvorschau. Ich glaube, ich habe noch mal so ein Bild. Das ist einfach, dass man ein bisschen einen Eindruck erhält. Es war auch recht barock eingerichtet, diese Präsentation. Und ich glaube auch, das muss man dazu sagen, ein Spiegel des damals plötzlich sehr stark florierenden Kunsthandels in München. Es gab mehrere ganz wichtige Firmen, die sich damals etablieren konnten. Ja. Vielleicht sage ich das noch, die Firma Bernheimer, die Firma Drei, die Firma Böhler, alles Firmen, die sich in sehr, sehr großen Immobilien etablierten, sehr, sehr viele Verkaufsräume hatten, in denen
richtig Inneneinrichtung aus historischen Quellen sozusagen zum Kauf angeboten wurde. Und Helbing hat dieses Geschäft eigentlich auch betrieben. Also er war durchaus auch Kunst- und Antiquitätenhändler, aber er hat eben zusätzlich auch noch diese Auktionen organisiert und hat sich damit auch ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich schaffen können. Ich habe mal das gerade erwähnte Datum, hier 30. April 1902, der Kunstauktionskatalog. Ich lese Ihnen ein bisschen daraus vor, damit Sie mal sehen und hören, was für ein gebildeter, was für ein hochgebildeter und sensibler Mann das war. Also in dieser Auktion ging es um wertvolle Porzellane, es ging um kostbare Textilarbeiten, Wandteppiche, seltene persische Teppiche, Sammlung kostbarer polnischer Seidengürtel, Miniaturen, seltene Waffen und dann ein Ölgemälde von Watteau. Aber ich möchte Ihnen aus seinem Vorwort ein bisschen vorlesen, weil das nochmal klar macht, was für ein sensibler Mann das war. Der war nicht ein Auktionator, wo also zugeschlagen und dann gekauft wurde, sondern er fängt sein Vorwort an und sagt, es liegt nicht in der Quantität, sondern es liegt beschlossen in der Qualität der einzelnen Objekte. Er spricht über die eigentümliche Feinheit, die seltene Modellierung, bemerkenswerte Technik einzelner Stücke, Herrlichkeit des Originals. Und dann spricht er über mehrere Kollektionen, also Porzellan, dann über Teppiche und andere Textilien der deutschen Silberschmiedekunst. Die Anmut der Darstellung hebt er hervor. Dann über den durchgebildeten Geschmack durch eine ganz eigenartige Farbenpracht ist man überrascht über die Anmut der Darstellung von Bronze, Kupfer und Zinn. Und er schreibt dann am Schluss, er hatte also dann das Watteau-Gemälde dabei und schreibt aber dann am Schluss, die Behufsvorbesichtigung arrangierte Ausstellung der Objekte findet in meinem neuen Hause, Wagmüller Straße, statt. Das ist ein großer Oberlichtsaal, was Herr Nathan gerade erwähnt hat. Gelegentlich der Ausstellung zur Geschichte der Jagd, mit der ich das Haus vor kurzem eröffnete, bereits bekannt wurde. Auch die Versteigerung wird in diesem Haus abgehalten werden. Sie ist somit einerseits die 100. in der Gesamtreihe der von mir geleiteten Kunstauktionen, andererseits die erste, die in dem neuen, vorzüglich zum Auktionszwecke gebildeten Haus stattfindet, also Schlussstein und Grundstein zugleich. Sie haben ein bisschen gezeigt, die Abbildungen sind besonders schön. Er hatte eine eigene Druckerei dafür. Ja, also auf die Produktion dieser Kataloge hat Helbing wirklich sehr, sehr viel Sorgfalt verwandt und sehr viel Wert gelegt. Er hat tatsächlich erstens, man sieht einfach schon mal an der Größe des Formats, das ist eigentlich auch schon jenseits des heutigen Auktionskataloges. Mittlerweile werden sie ja auch kaum mehr gedruckt, aber wie wir wissen, sind heutige oder waren Auktionskataloge bis vor kurzem in der Regel in einem kleineren Format. Er hat tatsächlich großen Wert auf die Qualität der Abbildung gelegt und, wie Sie richtig sagen, dazu eine hauseigene Druckerei betrieben. Und er hat auch... Soll ich Ihnen das abnehmen und danke, halten? Ja. Das ist wunderbar. Doch mit der einen Hand ein bisschen schwierig. Und er hat auch wirklich immer Experten zugezogen. Er hat sich also die Beschreibung dieser Objekte auch gar nicht immer selbst zugetraut, sondern er hat ein großes Netzwerk in die Kunstgeschichte und in die Universitäten und vor allem in die Museen unterhalten und zu den einzelnen Fachgebieten dann stets Experten beigezogen, die ihm die korrekte Zuschreibung und auch die richtige Beschreibung dieser Objekte garantiert haben. Es ist schon ein wertvolles Buch, Katalog. Ja, und das war ja dann auch nur in Anführungszeichen die 100. Auktion, ja. Aber da folgten ja noch viele, viele mehr. Am Ende waren es weit über 700.
Ich sagte, 800 war zu hoch, ungefähr so, nicht? Was sind Sie mit 800? In der Größenordnung, also 1933, als er 70. Geburtstag feierte, da wurde in der Münchner, in einer Münchner Zeitung wurde er auch doch noch geehrt, obwohl das schon April 1933 war. Und da ist von 700 Auktionen die Rede. Sie wollten etwas über die Hultschinski-Auktion sagen. Genau, oder ich wollte vielleicht sogar noch davor sagen, Helbing hat ja sich dann immer weiter etabliert. Er hat auch Niederlassungen gegründet, einmal in Berlin. Da gab es dann sehr bald eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Firma Kassierer. Eine weitere Filiale war in Frankfurt. Er hat aber auch Auktionen im Ausland veranstaltet. Und gerade im Laufe des Ersten Weltkrieges wurde der Kunstmarkt noch mal sehr rege, sehr intensiv. Das waren auch schon große Auktionsereignisse, die da stattgefunden haben. Eins war zum Beispiel die Auktion der Sammlung Schmeil. Da erinnerte sich auch mein Großvater noch daran, als er seine Memoiren niederschrieb. Das war 1916, wenn ich mich nicht täusche. Und da hatte er gerade Urlaub vom Kriegsdienst, ist nach Berlin gekommen für dieses große Ereignis. Und auf dieser Auktion hat auch ein Gemälde von Liebermann einen ganz, ganz fantastischen Preis erzielt. Ich wollte fragen, wir sagten vorhin, in München waren das gesellschaftliche Höhepunkte. In ja. Berlin auch? Ja, ganz ausgesprochen, vielleicht in Berlin sogar noch mehr. Ich mache gleich noch einen Schritt weiter. Nur sozusagen als Bild, mein Großvater erinnert sich, wie sie dann nach dieser Auktion Schmeil noch mit Liebermann Richtung Pariser Platz gegangen sind und der Dackel war auch dabei. Und Liebermann erlebte eigentlich in dem Moment gerade einen Höhepunkt seiner Karriere, weil eins seiner Gemälde so viel Geld gebracht hatte. Das war natürlich auch nochmal eine Bestätigung seiner Kunst. Was ist für Geld gewesen? Ja, das war, komme ich ein bisschen ins Schwimmen, das waren irgendwie 50.000, 60.000 Mark, wenn ich mich nicht täusche, was eine enorme Summe war für damals. Ja. Hultschinski hatten wir noch als Stichwort. Ja, das kommt, examinieren Sie mich bitte nicht, ich müsste es wissen, aber kann ich Ihnen gerade nicht sagen. Es folgte ein weiteres großes Ereignis war die Versteigerung der Sammlung Kaufmann. Das war 1917. Ja. Die hat 12 Millionen Mark eingebracht damals. Das war eine unglaubliche Summe. Wir denken immer, diese Rekordauktionen mit ihren Riesensummen, das sei ein ganz modernes Phänomen, ist aber gar nicht so. Gab es schon vor 100 Jahren, gab es stellenweise auch schon früher. Die Sammlung Kaufmann war eine legendäre Sammlung. Und Helbing hat aus dieser Sammlung auch heraus ein Gemälde an die Münchner Pinakothek gestiftet. Das ist eine Sache, die wir jetzt erst im Zuge des Forschungsprojekts wieder so richtig ergründet haben. Da geht es um das Schlaraffenland von Bruegel. Und da muss Helbing eine sehr, sehr namhafte Summe daran gegeben haben, wenn nicht vielleicht sogar das Ganze. Das ist ein Vorgang, den wir gerade erst noch ergründen. Dann haben Sie korrekterweise das Stichwort Hultschinski gegeben. Da muss ich mich jetzt noch mal nach unten wenden, genau, und zeige erstmal. Ich halte immer das Mikrofon, oder? Oder Sie halten oder das. Dieses Buch. Das ist aus dem Jahr 1909 erstmal der Katalog der Sammlung Hultschinski von Wilhelm von Bode herausgegeben und dabei zog auch wieder namhafter Experten. Und Oskar Hultschinski war ein schwerreicher Mann, der Industrie in Schlesien hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg ging Schlesien an Polen und die Quelle des Reichtums von Hultschinski war damit leider zerstört, sodass Hultschinski 1928 diese Sammlung versteigern musste. Ich habe hier die schönsten Abbildungen. Können wir nicht alle zeigen? Können wir nicht alle zeigen? Jetzt wird es noch größer. Das war der Auktionskatalog von 1928. Solche Auktionskataloge gibt es wirklich eigentlich nicht mehr. Natürlich nicht. Schaffen Sie es? Ich schaffe es. Ich gucke mal.
auch da, also hier wird ausdrücklich Bezug genommen auf diese Publikation von 1909 von Wilhelm von Bode. Und einmal mehr sind es sehr schöne Abbildungen mit dann Beschreibungen zu den Gemälden, wo sie in der Literatur zu finden sind, wo sie ausgestellt waren und so weiter. Es ist sehr schwer. Sehr schwer. Das war ein Auktionskatalog dazu. Gibt es auch noch Erzählungen? Ich erinnere mich, wie Marianne Falchenfeld darüber gesprochen hat. Dieser Katalog war so groß, dass man den auch nicht irgendwie in einem Regal verschwinden lassen konnte. Der musste also bei den Menschen, die den Katalog auch erhalten hatten, auf dem Coffee-Table liegen. Und natürlich war das dann sofort das Gesprächsthema noch vor der Auktion. Jetzt können wir auch ein bisschen weiter, das ist ganz zum Schluss. Genau, da sehen wir, das ist ein Foto von dieser Auktion, leider nicht sehr gute Qualität, aber da sehen Sie Hugo Helbing am Rostrum und neben ihnen Walter Veichenfeld, also Walter Veichenfeld Senior. Und er war ja der Repräsentant der Firma Cassira, denn die Auktion wurde zwischen Helbing und Cassira in vielleicht Zusammenarbeit da drüben organisiert. Und ich habe noch eins. Und wir können noch eins weiter. Jetzt musst du raus. Dieses wirklich tolle, sehr schmissige Gemälde von Max Lehvogt, das es in zwei Fassungen gibt. Das hier ist die Fassung in Hannover. Es gibt nochmal eine Fassung im Germanischen Nationalmuseum. Das zeigt diese Auktion, wie Sie sehen, ein gesellschaftliches Großereignis, also nicht wie viele Auktionen auch in London abgehalten wurden, wo eigentlich die Kunsthändler um einen Tisch herum saßen und man diese Objekte unter Profis mehr oder weniger sich zugeschlagen hat, sondern wirklich die Blaupause für die Großereignisse, wie sie dann auch ab den sagen wir, späten 60er Jahren in London wieder en vogue waren, mit damals dann auch Abendauktionen. Das hier war sicher keine Abendauktion, aber ein Event, was also Tage davor schon besprochen wurde und Tage danach natürlich auch nochmal in der Zeitung dazu zu lesen war. Und Sie sehen, das ist der große Raum, der große Saal im Hotel Esplanade hier in Berlin. Man hat einen großen roten Vorhang hinter das Rostrum positioniert und Sie sehen, dass hier offensichtlich Stimmung im Raum war. Was hat er denn, ich meine, heute sagen wir, es gibt Fortbildungskurse. Ein Mann wie Helbig musste das sicherlich haben. Aber wie hat er sich vorbereitet auf solche Auktionen? Mit anderen Fachleuten zusammen oder hat er noch mal eine besondere Ausbildung gehabt dafür? Also ich glaube, als Auktionator, wenn man ständig mit so vielen Objekten in Berührung kommt, ist das eigentlich eine Learning-by-Doing-Dauerausbildung. Sie werden ständig wieder herausgefordert und vor allem der Blick nach Qualität wird ständig wieder herausgefordert, sodass man, auch wenn man die Zuschreibung nicht kennt und vielleicht noch nicht mal ein Objekt gleich einordnen kann zu Datum und Herkunft, sehr schnell erkennen können muss, ob es sich lohnt, das genauer zu untersuchen. Das ist ja sozusagen der erste Schritt. Und wenn man das mal erkannt hat, dann muss man sich an die entsprechenden Experten wenden. Ja. Das hat Helbing gemacht. Aber der erste Blick ist sozusagen der Blick des Kenners, was die Qualität betrifft. Und was war sein Grundstudium, seine Kennerschaft? Also ich glaube, er hat sich von Anfang an, weil er eben auch aus einer Familie von Kunsthändlern kam, hat er sich wirklich einfach direkt im direkten Kontakt mit den Objekten ausgebildet und auch nicht universitär ausgebildet. Aber da muss man ja auch den Blick haben, das heißt die Begabung. Also nicht jeder, der solche Voraussetzungen hat, ist dann begabt genug dafür, diese Karriere zu machen, die er gemacht hat. Das ist sicher so. Also das Auge war eine wichtige Voraussetzung. Ich glaube aber auch ein psychologisches Gespür war eine wichtige Voraussetzung. Denn wenn man so etwas zusammenstellt und orchestriert,
muss man ja nicht nur das organisatorisch auf die Reihe bringen, man muss ja auch ein gesellschaftliches Netzwerk bespielen. Man muss aber auch in der Versteigerung wissen, wie man die richtige Atmosphäre schafft. Zum Beispiel auch die richtige Abfolge der Objekte, wie man, welches Tempo man der Versteigerung gibt zum Beispiel. Das kennen manche von uns, die bei Auktionen schon anwesend waren. Wenn der Versteigerer ein bisschen langsam ist, da nicht sozusagen den richtigen Zug in die Sache bringt, dann fängt der Saal an, ein bisschen einzuschlafen. Also da kann sozusagen durch gewisse Ingredienzen, die der Versteigerer selbst damit einbringt, und sei es auch mal nur irgendwie noch ein witziger Spruch oder so, kann er atmosphärisch schon sehr viel bewirken. Also es ist sicher auch eine Begabung, das so machen zu können. Sagen Sie, warum ist denn Helbing nach dem Krieg, wie es heißt, systematisch die Erinnerung an ihn unterdrückt worden? Warum? Ich glaube, das hatte schon sehr viel zu tun, das können wir dann gleich nochmal genauer ergründen, mit der Tatsache, dass seine Position in München durch Weinmüller besetzt worden war, dieses Auktionshaus Weinmüller, was sich ja dann 1936 etabliert. Ich habe das jetzt falsch gemacht. Wir müssen erst über die Arisierung reden und dann kommen wir darauf. Ja. Also, die Arisierung, das ist ein Kapitel, wenn man das liest. Also, ich habe einfach schlechte Laune danach gehabt an dem Abend. Man muss anfangen, dass er natürlich unter den Nazis einen Treuhänder bekam. Also seine große Zeit war in München, haben wir schon gesagt. Und dann hat er 1938 einen Treuhänder bekommen. Natürlich NSDAP-Mitglied. Er hieß Heiß. Und wie begann das mit Heiß? Ja, also Treuhänder ist natürlich ein Euphemismus, würde ich sagen. Das war natürlich auch eine jener tragischen Geschichten, wo sich die Schlinge immer enger zog. 1933, hatte ich gerade erwähnt, zu seinem 70. Geburtstag hat Helbing auch noch einen sehr, sehr positiven, lobenden Artikel in der Zeitung erhalten. Aber es gab dann schon sehr schnell Bestrebungen, diesen jüdischen Kunsthandel in München auszuschalten. Ich habe vorhin ja auch einige der anderen Firmen genannt. Böhler war keine jüdische Firma, aber Bernheimer natürlich, ja. Drei. Und es gab viele, viele andere. Mein Großvater war auch dabei. Und obwohl Helbing dann 34 und 35 auch noch gewisse Auktionen veranstaltet hat, gab es im Sommer 1935 einen konzertierten Schlag gegen den jüdischen Kunsthandel. Alle jüdischen Kunsthandlungen wurden angeschrieben und angewiesen, ihr Geschäft innerhalb von wenigen Wochen abzuwickeln und zu liquidieren. Dann gab es einen gewissen Protest, auch seitens der Stadt, auch seitens der Handelskammer, die sagte, einerseits ist das praktisch gar nicht umzusetzen, andererseits ist der jüdische Kunsthandel ein wichtiger Faktor im Kulturleben von München, den können wir keinesfalls auf diese Weise zu Fall bringen. Und dann, wie es so oft geht, auf die Kleinen ist man dann ohne Rücksicht weiter losgegangen. Die Größeren, wie zum Beispiel Helbing, hat man dann noch weiter existieren lassen. Aber es war ganz klar, dass man ihnen eigentlich auch den Hahn zudrehen wollte. Aber es wurde ein arisches Konkurrenzunternehmen sozusagen in München aufgezogen. Firma Weinmüller. Und ja, es sollte ein Konkurrenzunternehmen sein, weil die jüdischen Betriebe arisiert werden sollten, geschlossen werden sollten. Aber sie sagt ja eben, mit den Großen ging es ein bisschen schwierig. Konkurrenzunternehmen Weinmüller, hat sich das langsam entwickelt oder ist der mit dem Schlag Konkurrenz gewesen? Also ich glaube, mit seinem Auftritt 1936 konnte er auch deswegen schon sehr, sehr kräftig auftreten, weil er wusste, dass Helbing, dass Helbings Zeit vorbei war. Weinmüller war ja schon etliche Jahre in der NSDAP gewesen, war eigentlich ausgebildeter Förster, hat sich dann erst so nach und nach durch einen kleinen Antiquitätenhandel in den Kunsthandel hinein bewegen können und hat dann eben diese Chance gesehen, über seine Parteibeziehungen da Helbings Position einzunehmen. Es gab von Helbing
Im Nachgang, es wurde ihm also erstmal die Versteigerungslizenz auch entzogen, ich glaube 1936. Im Nachgang dazu gab es immer wieder Versuche, diese Ersteigerungslizenz wieder zu erlangen, zum Beispiel über seinen Prokuristen Adolf Alt. Den er, ist aber immer nicht gelungen. Und das ist nie gelungen. Und dann kam die Reichspogromnacht und in deren Zuge wurde Helbing in seiner Wohnung regelrecht überfallen. Also das kann nur ein ganz gezielter Angriff gewesen sein und so brutal zusammengeschlagen, dass und das muss man sagen, in Gegenwart von seiner Frau wurde er so zusammengeschlagen, 38, dass er das nicht überlebt hat. Er ist dann 10, 12 Tage später seinen Verletzungen erlegen. Das heißt, das, was Sie sagen, trifft zu, das war gezielter Mord. Ja. Das kann man nicht anders, leider nicht anders sagen. Und im Nachgang dazu wurde ein Abwickler eigentlich eingesetzt, dieser Max Heiß, der dann gleich die Erben auch sehr höllisch unter Druck setzte und sagte, dass die Firma und der Nachlass eigentlich überschuldet seien und dass sie das Erbe ausschlagen sollten und dass er sich dann um die Abwicklung kümmerte. Sie müssten das Erbe ausschlagen, ja, damit sie nicht alles verlieren. Ja. Und ich also meine, das war reine Erpressung. Das war reine Erpressung. Der Sohn von Helbing, Fritz Helbing, war natürlich auch jüdisch, ist dann 1943 auch in Auschwitz ermordet worden. Und seine Witwe war nicht jüdisch, aber natürlich sozusagen wurde enorm unter Druck gesetzt, psychologisch, und hat dem dann auch nachgegeben. In den sogenannten Wiedergutmachungsverhandlungen. Ich kann das Wort Wiedergutmachung nicht ertragen. Es war ja keine Wiedergutmachung. Hier war ja nichts wiedergut zu machen. Also in den Entschädigungsverhandlungen ist hier dann nochmal erpresst worden. Ja, genau. Also vielleicht erzähle ich noch die Geschichte dazwischen. Heiß hat dann sozusagen, sollte eigentlich diese Firma abwickeln, ja, hat aber aufgrund dieses großen Namens, der in München, das darf man wirklich sagen, etabliert war wie Donnerhall, selbst versucht, dieses Auktionsgeschäft vielleicht doch wieder aufleben lassen zu können. Also er hat sich unter den Nagel gerissen. Er hat sich unter den Nagel gerissen, hat sich dann eigentlich entgegen der ursprünglichen Planung immer wieder um eine Auktionslizenz auch selbst bemüht und hat 1941 schon vorbehalten, eine große Auktion veranstalten wollen. Das war die Auktion Schloss Tutzing mit einem reichen Inventar, mit Möbeln, Gemälden, Tapisserien und so weiter. War fest der Überzeugung, dass ihm das gelingen würde, da auch die Lizenz zu erhalten. Er hat im Hintergrund sicher sehr, sehr intensiv an den Strippen gezogen, hat auch schon einen Katalog gedruckt und kurze Zeit vor der Auktion war aber klar, dass er diese Lizenz nicht erhalten würde. Da hatte sicher Weinmüller, der ja sich bis dahin nun voll etabliert hatte, dafür gesorgt, dass Heiß diese Lizenz nicht erhalten würde. Die Kataloge gibt es noch, die Auktion wurde nie durchgeführt. Und im Nachgang dazu hat dann Heiß das, was noch übrig war von der Firma Helbing, weiterverkauft an Scheidwimmer. Ja, also Jakob Scheide. Schwimmel? Scheidwimmer. Ja, das DRP-Mitglied 41, war Kunsthändler. Ich rede jetzt von Scheidwimmel. Wimmer. Ja, also man muss eigentlich davon ausgehen, dass bei der sogenannten Abwicklung, das hätte natürlich theoretisch so zugehen sollen, dass die Gelder nicht diesem Max Heiß zufließen, sondern dass da noch irgendwie Rechenschaft darüber abgelegt wird. Aber es war offensichtlich eine Vorgehensweise, die richtig der Verschleierung Vorschub leistete. Es gab Listen, aber sie waren sehr, sehr summarisch. Man kann eigentlich, diese Listen haben zum Teil überlebt, man kann aber anhand dieser Listen tatsächlich Objekte kaum mehr identifizieren. Und man kann davon ausgehen, dass sehr viel von diesem Erlös, was Heiß und dann auch noch Scheidwimmer erzielt haben beim Abverkauf des Lagers und vermutlich auch der Privatsammlung, Teilen der Privatsammlung von Helbing, sich einfach persönlich bereichert haben. Ja. Und das sind Dinge, jetzt kommen wir zu Wiedergutmachung, zur sogenannten,
die dann auch in der Wiedergutmachungsakte zum Teil erörtert werden. Nach dem Krieg gab es Bemühungen natürlich seitens der Witwe, der Sohn war schon längst, wie ich sagte, ermordet, wieder an Vermögenswerte, die ihr damals genommen wurden, heranzukommen. Sie wusste, dass es auch noch Reste der Firma gab. Sie wusste, dass es auch noch Auktionskataloge und ein Archiv gab. Und man wollte eben auch ein bisschen rekonstruieren, was war überhaupt von dem Lager noch vorhanden, was war überhaupt von der Sammlung noch vorhanden, was war zwischenzeitlich verkauft worden. Und wenn man sich diese diese Wiedergutmachungsakte anschaut, ich habe das mal nachmittaglang getan, das ist ein großer Stapel Papier. Ja, und es ist wirklich so, dass einem da die Lust vergeht, da weiter drin zu lesen. Denn es ist ganz klar, dass es ein, auch nach dem Krieg ein einziger Vorgang der Verschleierung war. Es wurde dann sogar gerichtlich festgestellt, dass Heiß Unterlagen zur Firma herauszugeben habe. Die wurden nicht herausgegeben, es wurde ihm ein Gerichtsvollzieher nach Hause geschickt und der Gerichtsvollzieher kam unverrichteter Dinge zurück und sagte, man kann die Unterlagen nicht mehr auffinden. Ja, ja. Aber das finde ich so bemerkenswert, dass Heiß versucht hat, sich die Firma unter den Nagel zu reißen und dass er auch die Frechheit gehabt hat, in dem Firmennamen den Namen Helbig zu benutzen. Also ich meine, das ist einfach zynisch und unverschämt. Ja, das kann man eigentlich so sagen. Dem wurde vielleicht auch ein bisschen Vorschub geleistet, dadurch, dass Helbig natürlich nicht so der typisch jüdische Name ist. Da könnte man jetzt noch mal ein weiteres Kapitel öffnen, was wir heute nicht eröffnen können, aber wie überhaupt jüdische Nachnamen zustande gekommen sind, natürlich, das ist ja das vor ist ein der anderes Kapitel. Aber diese Familie Helbing, die hat sich einen etwas anders klingenden Namen zugelegt. Wie das genau geschehen ist, weiß ich nicht. Es wäre aber eine Recherche wert. Und ich denke auch deswegen, dachte Heiß, er probiert es mit diesem Namen weiter zu operieren, weil er natürlich auch nicht diesen eminent jüdischen Rang hatte. Na, Helbig war ja nun ein toller Name. Ja. Gut, wir waren bei der Arisierung und sogenannten Entschädigung. Und da hieß es eben auch, kann nichts nachgewiesen werden, weil nichts da ist. Das hat er also verschwinden lassen. Ja, es gab geringfügige Entschädigungen, es gab dann noch eine Rentenzahlung an die Witwe. Es gab auch ein großes Konvolut an Grafik, über 10.000 Blätter, was von der Münchner Graphischen Sammlung angekauft wurde. Das lagert übrigens immer noch dort, mehr oder weniger unerschlossen. Das ist also etwas, was man sich auch nochmal genauer anschauen könnte. Auch durchaus mit Blick auf Provenienzmerkmale, ja. Auch mit Blick darauf, dass man versuchen kann, ein bisschen anhand dieses Bestandes die ursprüngliche Geschäftspraxis von Helbing ein bisschen besser zu verstehen. Es scheint so zu sein, dass dieser Bestand einen guten Teil des Lagers repräsentiert, den Helbing noch hatte. Helbing hat nicht nur Versteigerungen organisiert, sondern er hatte auch einen großen Bestand an Lager. Da gab es auch immer wieder sogenannte Lagerkataloge, die wurden sporadisch erstellt und an Interessenten verschickt mit Druckgrafiken von allerhand Meistern und da konnte man einfach auch mit festen Preisen dann bestellen. Das ist mit über 10.000 Einheiten natürlich wirklich auch noch ein Konvolut, was noch sehr, sehr viel Recherche erfordern würde. Ich blicke auf Herrn Lupfer, weil ich irgendwie hoffe, dass da vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit sich entwickeln könnte. Wäre auch was für die Münchner Graphische Sammlung, da einen wirklich noch unerschlossenen Bestand mit einer entsprechenden Förderung zu erschließen. Ich hatte vorhin gesagt, habe es dann zurückgestellt, komme ich jetzt noch mal darauf zurück. Es heißt immer, dass die Erinnerung an Helbing nach dem Kriege ausgesprochen unterdrückt wurde. Warum? Ich glaube, das hat schon auch
was damit zu tun, was wir vorhin schon anklingen ließen, mit dem Versuch von Heiß, diesen Namen wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, es gab auch nach dem Krieg noch durchaus den Wunsch, dass man diese Firma vielleicht doch wieder aufleben lässt, denn sie hatte immer noch diesen Ruf. Ich meine, es waren ja nur gut 12 Jahre vergangen in der NS-Zeit. Und man sah vielleicht immer noch die Chance, mit diesem großen Firmennamen etwas tun zu können. Ja. Das war natürlich überhaupt nicht im Sinne von Weinmüller und auch im Sinne von anderen Akteuren auf dem Kunstmarkt. Und insofern, glaube ich, wurde da einiges unternommen. Ich kann das natürlich nicht dingbar machen, aber ich glaube, da wurde einiges unternommen, um sicherzustellen, dass der Name nicht wieder aufkommt. Ich kann da vielleicht gerade nochmal anknüpfen an dieses Beispiel Schlaraffenland, dieses Gemälde von Peter Bruegel dem Älteren, was Helbing an die Pinakothek gegeben hatte. Eigentlich hätte es ja im Sinne dieser Wende nach 1945 auch durchaus gepasst, wenn man sich wieder an den Schenker dieses Gemäldes erinnert hätte und dass man das wieder bekannt gemacht hätte. Das ist aber eine Geschichte, die eigentlich komplett versunken war. Und die immer noch an der Pinakothek, ich habe das im Mai mal in einem Gespräch, in einem Online-Zoom-Meeting mit auch Mitarbeitern der Pinakothek erwähnt. Das war offensichtlich ganz unbekannt, dass Helbing da eine große Schenkung gemacht hatte. Es ist offenbar auch ganz unbekannt am Bayerischen Nationalmuseum, dass Helbing da als großer Mäzen aufgetreten war. Ja, das können die sich aber vielleicht mal in den Akten. Da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen dazu recherchieren. Hier in Berlin hat man ja nun sehr lobenswerte Anstrengungen gemacht, zum Beispiel Richtung James Simon, ja, der ja natürlich unglaublich ist, auch hier. Und das Ehepaar Arnhold machen wir gerade. Das ist der zweite neben James Simon, der zweite große Mäzen in Berlin, genau, gewesen, Arnhold. Ja, Arnhold, richtig, ja, ja. Und da sind Sie ja auch gerade dran, ja, dass das auch nochmal. Aber kommen wir nochmal bitte zu Helbing zurück. Also, wir haben einer Frau, Katrin Stoll, zu verdanken, dass dann an Helbing die Erinnerung wiederbelebt wurde. Wie kam Katrin Stoll dazu? Katrin Stoll ist Erbin des Auktionators Neumeister, der selbst längere Zeit Geschäftsführer bei Weinmüller war und dann diese Firma übernommen hat und ihr dann seinen Namen gegeben hat. Und Katrin Stoll hat bei der Übernahme festgestellt, dass da im Keller noch eine ganze Reihe von Archivalien liegen, die offensichtlich eine gewisse Bedeutung haben für ihre eigene Firmengeschichte, die nicht erschlossen sind und die es verdienen, erforscht und besser bekannt zu werden. Sie hat sicher auch sehr schnell geahnt, dass es da eine dunkle Vergangenheit ihrer Firma gibt. Hat sie aber gar nicht abgeschreckt. Sie wollte das erarbeiten lassen. Das kann man wirklich sehr, sehr lobend hervorheben. Das hat sie nicht abgeschreckt, sondern das hat sie nicht nur trotzdem ermutigt, diesen Geschichten nachzugehen. Mehr noch, sie hat auch ein Stipendium ausgelobt, ein Doktorandenstipendium, um diese Geschichte genauer zu erforschen. Und jetzt darf ich zu dem entsprechenden Buch greifen. Das ist die Dissertation, die daraus entstanden ist, 2012 publiziert, Kunsthandel im Nationalsozialismus, Adolf Weinmüller in München und Wien. Und Maike Hopp hat auch erst, also Maike Hopp, die Autorin dieses Buches, hat auch erst im Zuge der Recherchen zu Weinmüller genauer verstanden, welche Rolle Helbing in diesem Zusammenhang spielt. Es hieß davor lange, Weinmüller habe Helbing arisiert. Das ist also nicht ganz richtig. Aber Weinmüller war sicher sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt, dass Helbing ausgeschaltet wurde und dass er sich etablieren konnte. Ja. Maike Hopp hat eine hervorragende Arbeit geschrieben, also da kann man wirklich eine Menge draus lesen. Die Recherche zu Helbing haben aber dann noch einiges ins Rollen gebracht, also die Kataloge. Richtig, also das, die Publikation dieses Buches, das, was Katrin Stoll getan hat, ich denke, das hat in München doch auch einiges ausgelöst. Etwa 2015 wurde ich von der Kunsthändlerin Gertrud Rüdiger in München kontaktiert,
die mir sagte, sie hätte in ihrem Besitz ein großes Konvolut, also hunderte von Katalogen, von annotierten Katalogen aus der Firma Helbing. Und sie wissen nicht so richtig, welche Wege die genommen haben, aber es ist ja irgendwie klar, dass da auch eine dunkle Geschichte damit verbunden ist, und sie würde diese Kataloge gerne ans Zentralinstitut für Kunstgeschichte schenken. Und das sind ja ganz wichtige Funde für die Kunstgeschichte. Genau, ich habe eins dieser Exemplare mitgebracht, das kann man einfach mal, so sieht's erstmal aufschlagen. Aus. Das ist jetzt ein Exemplar aus der Frankfurter Filiale von Helbing. Vielleicht können wir das nachher mal rumgeben, damit das muss man sehen. Genau, das sind sogenannte durchschossene Exemplare, also da ist immer eine Seite bedruckt, eine Seite leer. Und da sehen Sie akribisch die Schätzungen, dann auch die Zuschlagspreise, die Einlieferer. Und auf der anderen Seite sind oft die schriftlichen Gebote eingetragen, die auf ein Objekt abgegeben wurden. Dürfen wir das mal rumgeben? Das dürfen Sie rumgeben. Ganz Aber vorsichtig. Seien Sie vorsichtig, denn das gute Stück ist nicht mehr in so gutem Zustand. Vorsichtig weitergeben. Und das erfordert auch ein bisschen Übung, das richtig lesen zu können. Das ist auch etwas, was wir jetzt erst nach und nach uns aneignen. Denn diese Kataloge, die da ans ZI kamen, die wurden seit etwa 2 Jahren digitalisiert. Yeah. Das heißt, sie sind jetzt auch online zu finden. Vielleicht dürfen wir das zweite Dia. Wir sind ein bisschen in der Sequenz durcheinander gekommen. Also das zweite vom Anfang. Genau. Ich zeige Ihnen hier nur diese Startseite des Art Historicums. Das ist also ein Angebot der Universitätsbibliothek Heidelberg, die wirklich Großartiges leistet bei der Digitalisierung von Kunstgeschichte und die sich auch engagiert hat bei der Digitalisierung von Auktionskatalogen. Das fing zunächst an mit einem riesigen Projekt, wo Auktionskataloge der Zeit 33 bis 45 im deutschsprachigen Raum digitalisiert wurden. Das ist ein ganz wichtiges Objekt oder Instrument der Provenienzforschung geworden. Eben. Und das wird jetzt weiter ausgebaut. Auch da geht man zurück bis 1900. Da ist das ZI mit involviert. Ist die Kunstbibliothek hier in Berlin mit involviert. Und das Getty hat das sehr, sehr maßgeblich unterstützt. Und im Zuge dessen hat Heidelberg dann auch dafür gesorgt, dass diese annotierten Kataloge damit angeschlossen werden. Das heißt, Sie können in dem Bestand erstmal suchen und dann gibt es einen Verweis. Achtung, dazu gibt es auch einen annotierten Katalog. Dann kann man dieses Exemplar auch online jetzt aufrufen, um zu schauen, was steht da drin. Wer hat dieses Objekt eingeliefert? Wer hat es gekauft? Zu welchem Preis? Also das ist nochmal Provenienzforschung, was Sie geschildert haben, was dabei herauskommt. Ganz genau. Also das hat wirklich viel ins Rollen gebracht und ist jetzt auch ein Online-Instrument, was unglaubliche Popularität genießt, was sehr, sehr rege konsultiert wird. Da gibt es tausende von Aufrufen pro Monat und es ist ganz klar, dass da sehr, sehr rege drin gesucht wird. Im Januar hatten wir eine tolle Tagung vom Zentralinstitut organisiert, wo einfach nur etwa 12 Vorträge oder so, sogar noch mehr zu Projekten, die anhand dieses Bestandes ihre Forschung ganz entscheidend vorantreiben konnten, gehalten wurden. Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich darf vielleicht auch noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Als Frau Rüdiger mich fragte, ist das für Sie in Ordnung, dass ich diese ganzen Kataloge ans ZI gebe? Denn sie wusste, ich war ein Helbing-Nachkomme. Habe ich gesagt, von mir aus gerne. Aber ich hätte doch gerne, dass am Zentralinstitut irgendwie an Helbing erinnert wird. Und ich machte den Vorschlag, dass wir dort einmal im Jahr eine sogenannte Helbing-Lecture durchführen. Das war schon eine Voraussetzung für Ihre Zusage, oder? Sie haben es freundlicher formuliert, genau, als ich es jetzt sage. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das Zentralinstitut hat da auch sofort mitgemacht. Und das ist eine Vortragsreihe, die einmal im Jahr jetzt stattfindet, immer zur Kunstmarktgeschichte. Kunstmarktgeschichte ist ja jetzt auch ein Feld, was sich nach und nach etabliert, weil wir
indem wir diesen Bereich stärker recherchieren, auch immer besser verstehen, welche Rolle der Kunstmarkt in der Kunstgeschichte auch spielt. Ich finde das so gut. Wir haben eine Stunde geredet und wir haben gesagt, anderthalb Stunden insgesamt und eine halbe Stunde wäre, wenn Sie wollen, für Fragen und Antworten zur Verfügung. Haben Sie Fragen? Ich weiß, die erste Frage ist immer schwierig. Bitte. Die private Führung. Könnten Sie aufstehen, damit und da gibt's ein Mikro. Sie gesehen werden können? Die private Kunstsammlung von Helbing, die konnte er nicht irgendwie in die Schweiz oder in Holland, Frankreich schon 1934, 35, wenn er vielleicht geahnt hat, was auf ihn zukommt. Ja, das ist richtig, das ist interessant. Wir haben nicht den Eindruck, dass so etwas geschah. So etwas geschah sonst ganz oft und mein Großvater hat da auch oft Hand dazu geboten, dass auch solche Sammlungen in die Schweiz gerettet werden konnten. Aber bei Helbing scheint es irgendwie so gewesen sein, dass er vielleicht auch doch noch lange damit gerechnet hat, dass er irgendwie verschont bleibt. Das gab es ja viele, die irgendwie dachten, weil sie Verdienste hatten, weil sie zum Beispiel, Helbing hatte einen Geheimratstitel aufgrund auch dieses Mäzenatentums, was ich erwähnt habe. Und da dachte er, es wird ihm nichts geschehen, er wird doch seine Habe beisammen halten können. Wir wissen von einer gewissen Reihe von Gemälden, die in die Schweiz als Sicherheit für ein Bankdarlehen gegeben wurden. Wir können diese Spur nicht weiter verfolgen. Es sieht ein bisschen so aus, wie wenn die weiter nach England gingen. Was aus denen geworden ist, wissen wir nicht. Es gibt aber in den sogenannten Wiedergutmachungsakten eine Aussage der Witwe, die sagt, es habe in dem Haus eine ganze Wohnung gegeben, da seien lauter Kunstschätze gewesen. Und zu dieser Wohnung habe sie den Schlüssel gehabt und Helbing. Und als sie dann so unter Druck gesetzt wurde nach Helbings Tod, hat man ihr gesagt, sie soll den Schlüssel rausrücken. Das hat sie natürlich getan. Und was mit diesem riesigen Bestand geschehen ist, weiß sie nicht. Ja, es gab genug Leute, die da zugegriffen haben. Richtig, ja. Nicht? Das war ja. Und meine Tante in ihrem 98. Lebensjahr, in ihrem 99. Lebensjahr sogar, die war einmal in der Woche während ihrer Kindheit bei Helbing zum Mittagessen eingeladen. Die kann sich also noch recht gut an die Wohnung erinnern. Das war eine gut bürgerliche, stattliche Wohnung. Und sie erinnert sich, dass da viel Kunst an den Wänden hing. Aber natürlich als Kind weiß sie nicht mehr, was da zu sehen war. Sie sind nicht zu verstehen. Seien Sie so lieb und genau. Nehmen Sie das Mikrofon. Mal wieder etwas aufgetaucht ist von diesen Kunstschätzen. Ja, später. Also das ist eine sehr komplexe und dornige Frage, der wir jetzt gerade im Zuge dieses Forschungsprojektes nachgehen. Es gibt tatsächlich da und dort auch in der Pinakothek, aber auch in der Kunstsammlung des Bundes, in anderen Museen, Objekte, von denen man ganz genau weiß, dass sie mal im Helbing-Bestand waren. Entweder man weiß es durch die Auktionskataloge, durch die Annotierten, oder man weiß es doch durch irgendwelche Aufzeichnungen, oder man weiß es vielleicht auch sogar durch die Wiedergutmachungsakten. Es ist aber im Moment immer noch sehr schwierig zu eruieren, wurde das geraubt oder ist das irgendwie doch auf wegen die Rechtens waren in diese Hände gekommen. Und das ist eine sehr aufwendige Recherche, die wir aktuell betreiben. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Zweifelsfälle und doch nicht viele eindeutige Fälle. Aber ein bisschen was haben wir jetzt auch schon bei Lost Art beantragt. Vielleicht will Jan-Thomas Köhler dazu noch etwas sagen. Jan-Thomas Köhler ist der Hauptverantwortliche für dieses Forschungsprojekt. Ja, wunderbar, vielen Dank für die Einführung. Einfach nur ein paar Worte dazu sagen. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat ja dieses Projekt gefördert. Es heißt ja, es geht um die Rekonstruktion der privaten Kunstsammlung. Wie Herr Nadan gerade gesagt hat, ist diese private Kunstsammlung eben
eigentlich von dem Ariseur eben aus der Wohnung entfernt worden und dem Verkaufs- oder dem Verschleuderungs-Gesamtkonvolut hinzugefügt worden. Und deshalb ist es natürlich heute umso schwieriger, das überhaupt zu identifizieren. Deshalb gibt es dieses besondere Forschungsprojekt dafür. Und wir haben natürlich verschiedene Wege, wie wir das eben versuchen zu rekonstruieren. Unter anderem eben wollen wir oder sind wir gerade dabei, eben Angebote zu finden, die Helbing Museen und Sammlern gemacht hat und die dann nicht angenommen wurden. Und wenn wir diese Angebote in Auktionskatalogen von ihm nicht finden, als von Fremden eingeliefert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu seinem persönlichen Bestand gehörte. Unter anderem hat er zum Beispiel 1917 auf der, welche Auktion war das? Überlege gerade. Wir können nachweisen, dass er bei der Flechtheim-Auktion 1917, dass er einen Picasso gekauft hat. Da gibt es seitdem auch keine Spur von, auch im Handel nicht. Das sind also einfach so Dinge, wo man sagen kann, wenn es seit 1917 keine Spur davon gibt, können wir postulieren, es war in seiner Sammlung und ist wahrscheinlich 1938 dann arisiert worden. Also man kann es dann zumindest bei Lost Art einstellen und mal schauen, was dann passiert. Zu dieser Auktion mit Flechtheim könnten Sie vielleicht noch was sagen. Flechtheim war ja nicht dabei, ist hinterher zusammengebrochen, wie es heißt, als er davon hörte. Ja, das war diese berüchtigte Auktion, die regelrecht gesprengt wurde von der SA. Das war eine andere Auktion. Ja, das war eine andere Auktion. Das ich war wollte 19, das Wort ja, ja, genau. Und da war Helbing einfach auch als professioneller Auktionator mit seinem guten Namen mit beteiligt und natürlich auch bei der Organisation mit beteiligt. Aber das ist ein recht früher Fall, wo der Kunsthandel richtig gezielt sabotiert wurde. Das war eine Auktion mit klassischen Modernen. Da hat Flechtheim Teile seines Lagers auch liquidiert. Man muss sagen, das war für den Kunsthandel schon über viele Jahre eine sehr ereignisreiche und stellenweise auch sehr schwierige Periode gewesen. Also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ging der Kunstmarkt erstaunlich gut. Ja. Dann kam 1923 die Inflation. Da gab es dann aber auch wieder Bereiche, wo es dem Kunsthandel ganz gut ging, denn das war nun ein sicherer Wert, ein sicherer Hafen, in den die Menschen ihre Geldwerte noch retten wollten. Dann kam die Weltwirtschaftskrise, die hat dem Kunstmarkt insgesamt sehr zugesetzt. Und dann kam in Deutschland ab 1933 die NS-Zeit. Und das war, das waren natürlich Zeiten, die mit sehr, sehr vielen Unwägbarkeiten behaftet wurden. Aber ab 1933 wurde es ja richtig verbrecherisch, wie man dann anfing, sich die Juden herauszudrängen und sich auch ihre Vermögenswerte anzueignen. Gibt es eine Frage? Ja. Gehen Sie doch nicht ganz so raus, bitte, aus dem Bild. Okay. Bleiben Sie. Ja, aber dann drehe ich allen den Rücken zu irgendwie. Ich habe eine Frage zu den Lagerkatalogen. Die ist so ein bisschen speziell. Also hier auf der Homepage steht ja das Wort Handexemplare. Ich gehe davon aus, dass wir hier gerade ein Handexemplar gesehen haben. Und mich würde interessieren, ob die Lagerkataloge auch nicht verauktionierte Werke quasi als Nachverkauf enthalten hatten und ob der Begriff, vielleicht wissen Sie das, ob der Begriff Nachverkauf, der ist ja relativ modern, auch seinerzeit schon verwendet wurde. Ich habe ihn bislang immer nur als Verwertung, was wir dann ab 33 anders verstehen, aber davor in der Weltkunst taucht der Begriff Verwertung auf für Nachverkäufe. Und mich würde jetzt speziell interessieren, ob in den Lagerkatalogen es eben auch Nachverkäufe gegeben hat. Und ja, das reicht erstmal als Frage. Ja, das haben wir verstanden, jetzt als Frage. Ja, das ist, also da stoße ich schon an die Grenzen meines Wissens. Ich glaube, die Lagerkataloge waren in erster Linie für Grafik. Und das war eigentlich fast wie ein etwas gesonderter Geschäftsbereich. Es ist aber, würde ich sagen, kein Zweifel, dass da auch, oder es wurde auch aufgeteilt bei der Einlieferung, dass man sagte, dass verkauft sich gut in einer Auktion,
Das hingegen würde ich eher in mein Lager nehmen und dann über das Lager verkaufen. Helbing hat auch ganze Konvolute erstmal angekauft. Also das war dann sozusagen auf sein Risiko. Das heißt, er hat nicht nur als Kommissionär Auktionen veranstaltet, sondern er hat eben zum Beispiel solche größeren Sammlungen an Grafik 1:1 gekauft und dann einzeln en Detail weiterverkauft. Er hat auch den Nachlass von Spitzwick erworben, insgesamt. Hat den dann auch katalogisiert und auch stellenweise dann über Auktionen, nehmen wir an, aber vielleicht auch im freien Verkauf weiterverkauft. Das sind alles auch noch sehr unerschlossene Forschungsbereiche. Wir sind natürlich unglaublich dankbar, dass wir im Rahmen des DZK-Projekts da Forschung betreiben können. Aber je weiter wir voranschreiten, desto mehr verstehen wir auch, wie komplex diese ganzen Sachen sind. Vielleicht. Ja, vielleicht kann ich dazu noch kurz ergänzen. Bei den Lagerkatalogen haben wir ja das Problem, dass es dort keine Ankaufs- und Verkaufsdaten in den annotierten Exemplaren gibt. Bei den Auktionen ist das immer der Fall, dass dort der Einlieferer angegeben ist, manchmal eben auch ein Kürzel, was für Helbing spricht, oder eine Lagernummer, die dann auf einen Lagerbestand verweist. Aus den wenigen Recherchen, das Projekt läuft ja erst seit März, aus den wenigen Recherchen, die wir bisher durchführen konnten in den Museumsarchiven bezüglich Angeboten von Helbing an die Museen, die da nicht angenommen wurden, können wir sagen, dass Helbing immer unterschied zwischen Werken, die er selber nur in Kommission hatte, und Werken, die er nicht weiter kommentierte, von denen wir dann ausgehen, dass sie entweder aus seinem Privatbesitz oder aus seinem Lagerbesitz sind. Ja, vielleicht hilft das weiter, aber wir sind natürlich dabei und versuchen ein möglichst geschlossenes Bild am Ende unserer hoffentlich mehrjährigen Dauer des Projektes zu ziehen. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Bitte. Nur ganz kurz, was ist denn mit den Profiteuren nach 1945 passiert? Weiß man das, was die gemacht haben? Also Sie hatten ja kurz von Heiß erzählt, dass er sich geweigert hat oder was auch immer, die Unterlagen rauszugeben. Aber haben die ihre Karriere gemacht? Ja, also ich glaube, bei Weinmüller, der vielleicht auch intelligent genug war, sich da nicht so direkt, indem er sich direkt diese Firma unter den Nagel gerissen hat, sozusagen auch juristisch anfechtbar zu machen. Also Weinmüller hat eigentlich ganz gut weiter leben können und hatte ein gut gehendes Versteigerungshaus auch nach dem Krieg, was ja dann auch bis heute fortlebt. Bei Heiß und bei Scheidwimmer war es, glaube ich, schon eine etwas andere Geschichte. Also die konnten sich, so viel ich weiß, nach dem Krieg eigentlich nicht mehr geschäftlich wirklich etablieren. Ich nehme aber an, dass sie doch genügend Vermögenswerte auch beiseite schaffen konnten, dass sie daraus immer noch ein ganz gutes Auskommen hatten. Ich meine, der Scheidwimmer war ja auch NSDAP-Mitglied, nicht? Seit 1929. Ja. Also. Und Heiß war das natürlich auch. Ja, klar. Weinmüller ja, natürlich auch. Aber wir kennen das Muster natürlich auch von Kunsthändlern. Hildebrand Gurlitt hatte, das wissen wir mittlerweile, auch ein Lager von Dingen gerettet und sozusagen hat über mehrere Jahre aus dem Versteck heraus gelebt, wenn man so sagen will. Also es ist ihm gelungen, immer wieder mal was unerkannt irgendwo in der Auktion einzuschleusen und so etwas zu verkaufen, auch nach dem Krieg, was eindeutig auch gut war. Also sammeln gehen muss man für keinen von denen. Die haben schon ihr Geschäft gemacht. Wenn es keine... Doch, bitte. Inwieweit arbeiten jetzt, ich weiß es auch so ein bisschen, gerade die bayerischen Museen, die blocken ja, wenn es um ihre Archive geht, doch ganz schön ab. Hat sich da schon ein bisschen was geändert? Oder rücken nicht raus, was sie im Keller haben? Also, ja, das ist eine heiße Geschichte. Sie hatten ja vorhin gefragt, war er mit 10, nicht? Und er war ja mit 10. Ja, richtig. Also das ist sicher eine Sache, das verdient, einfach weiter recherchiert zu werden.
Ich muss da auch dann lobend sagen, als das neulich mal in einem Zoom-Meeting aufkam und ich sagte, in unserer Familie gab es diese Tradition, Helbing habe dieses Schlaraffenland von Bruegel, wie es immer hieß, für einen Geheimratstitel an die Pinakothek geschenkt. Dann ist die Frau Dr. Bambi, die verantwortlich ist für die Provenienzforschung der Pinakothek, ist doch ins Archiv gestiegen, hat aus der Akte des Gemäldes für das Schlaraffenland eine Aktennotiz von Kurt Martin, der war ja lange Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, gefunden. Kurt Martin war eingeladen beim 70. Geburtstag meines Großvaters und macht danach eine Aktennotiz und sagt, mein Großvater habe ihm gesagt, das Schlaraffenland von Bruegel sei von Helbing an die Pinakothek geschenkt sei worden. Was? Sei von Helbing an die Pinakothek geschenkt worden. Diese Geschichte war damals, das war 1965, offensichtlich komplett versunken. Aber immerhin, Kurt Martin hat diese Aktennotiz gemacht und sie in Sammlung der Dokumente zu dem Gemälde abgelegt. Das war das, was man in der Pinakothek noch finden konnte. Dann ist Frau Bambi auch ins Hauptstaatsarchiv gegangen, denn das Archiv der Pinakothek ist seit etwa 3 Jahren im Hauptstaatsarchiv. Die Pinakothek, die dieses Archiv erst bei sich behalten wollte und wie Sie schon nicht zu Unrecht sagen, da den Zugang zu diesem Archiv nicht gerade sehr offen handhabte, ja, vielleicht auch aus Personalgründen, die musste dieses Archiv vor etwa 3 Jahren ans Hauptstaatsarchiv abgeben. Und Frau Bambi hat auch den Weg dahin gemacht und ist im Hauptstaatsarchiv auch noch mal auf ein Dokument gestoßen, welches diese Schenkung dieses Gemäldes an die Pinakothek noch mal ein bisschen beleuchtet. Diese Geschichte muss noch weiter recherchiert werden. Wir wollen da auch noch ins Wirtschaftsarchiv. Wir sind da auch dran. Und wenn wir der Sache noch ein bisschen näher gekommen sind, dann wollen wir dazu vielleicht auch noch mal gesondert was veröffentlichen oder was vielleicht auf den Weg bringen. Ich sehe, es sind keine weiteren Fragen. Also, wenn Sie sich dieses Bild angucken, Auktionshaus Helbing, da sehen Sie, was das für ein Haus war, was das für ein Unternehmen war, was Helbing für ein toller Mann war. Und lesen Sie einfach in diesem Ding nach, das können Sie sich auch im Internet runterladen von Michael Hopp, Kunsthandel im Nationalsozialismus, dann sehen Sie, was diese Nazis uns angerichtet haben. Nicht nur den Menschen selber, sondern auch uns. Schön, dass Sie heute hier waren und ich kann nur hoffen, dass der Name Hugo Helbig bleibt. Sie wollten noch was sagen, Herr. Ja, ich kann nur ganz kurz ergänzen, dass wir hier auch einen Büchertisch haben, wenn ich mich nicht täusche, wo dieser sehr, sehr interessante Katalog zur Ausstellung in diesem Haus, die zur Sammlung von Max und Martha Liebermann veranstaltet wurde, noch zu haben ist. Und das ist natürlich eine ähnlich gelagerte Geschichte. Max und Martha Liebermann hatten eine fantastische Sammlung von besonders Impressionisten, die natürlich dann auch zum Teil geraubt wurde. Zum Teil konnte sie ins Ausland gerettet werden und sie wurde dann nach dem Krieg auch in alle Winde verstreut. Ich möchte aber auch Ihnen, liebe Frau Roos, sehr, sehr herzlich danken, dass Sie dieses Gespräch möglich gemacht haben. Ja, ich habe viel gelernt über Hugo Helbing, über die Zeit nochmal, NS-Zeit, aber auch davor. Und ich muss sagen, als ich die Sache las von den Arisierungen, da habe ich schlechte Laune gekriegt. Und dann habe ich gedacht, nein, ein Mann wie Hugo Helbing, da habe ich eine Menge Wunderbares über ihn gelesen. Und wenn Sie das auch tun, das sind Leute, die es ja heute in dieser Größe, finde ich, nicht mehr gibt. Also beschäftigen Sie sich mit Hugo Helbing. Wir dürfen ihn nicht vergessen. Schön, dass Sie da waren. Danke.